Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2 der dritten Staffel. Und da haben wir unsere liebe Samira frisch wieder in den Mensch zurückverwandelt und scheinbar auch mit Pickel versehen und in einem schönen sommerlichen Outfit gepackt. Hat sie ihren Freund eingeladen hier, den Alfred. Ist ihm tausendmal hier ums Haus hinterhergerannt, um ihn überhaupt endlich mal zu begrüßen. Und jetzt wollen die beiden mal Fangen spielen. Und sie möchte ja eigentlich auch mit ihm ausgehen und so. Und ja, mal gucken, ob wir das überhaupt noch hinkriegen. Alex hat scheinbar, ohne mein Zutun und ohne mein Wissen, die Yvette Kaltner hier zu Besuch. Und amüsiert sich gerade prächtig mit der guten Frau. Ja, komm, dann tanz mit ihr und mach was weiß ich was. Ja, macht einfach, was ihr wollt. Wer ist denn da eigentlich? Wer denn das? Ach, Samantha! Samantha. Ja, wie jetzt? Samantha ist da im Ding drin. Ihr wollt doch spielen, oder nicht? Komm. Könnt ihr, warte mal. Abhängen auf. Rumhängen. Komm, dann mach mal. Können wir auch rumhängen da? Bitten mitzumachen. Genau. Komm mal bitte her. Da unten ist viel zu voll. Da sind lauter Verrückte und die sitzen in Whirlpools rum und sonst noch was. Wir sind Teenies. Ich bin gerade vom Vampirismus geheilt. Ich hocke jetzt lieber hier drinne und hänge mit dir ab oder so. Ja, guck mal, jetzt weht das Ding da wieder, genau. Oh, wie schön. Guck doch mal. Ist das nicht niedlich hier? Ja, so als Vampir wäre das nämlich nichts gewesen. So, lass mal gucken, was ich euch beide da sehe. Ist das goldig? Nein. Was? Keine schlechten Gespräche jetzt hier, bitte. Oh, doch, so schön, oder? Ist das nett oder ist das nett? Oh, er sieht auch ziemlich sehr rot aus. Wartet mal. Will man da ein bisschen näher ran. Oh ja. Er hat einen dicken Pulli an. Also ich glaube, ihm könnte es auch ein bisschen zu warm sein. So, raus da. Vielleicht sollten wir noch mal was zum Essen. Oh, du kannst du ihn schätzen. Dann komm mal wieder runter. Ach ja, das ist alles nicht so einfach. Schnappadu! Schnappadu! Jetzt hängt's. Hallo, komm noch mal. Wertschätzen, bewundern. Huch, was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Irgendwas passiert gerade wieder. Was auch immer, wo auch immer, keine Ahnung. Wer ist hier was am Machen? Bei Alex. So, oh. Die Dame und Alex da mittendrin. Ach, Mann, kann ich mich nicht einmal im Leben... Ach, du Scheiße, kippt da gleich um. Ja, Alex kippt jetzt um. Oh, wei. Das hatten wir doch im letzten Part schon. Mal gucken, wer kommt, um ihn zu retten. Ich bin gespannt. Was macht der auch andauernd auf dem Ding hier? Na, und plumps. Da liegt er nun. Hallo, hilft ihm mal irgendwer? Hier, deine Samantha sieht auch ziemlich fertig aus. Guck mal, die ist auch schon krebsrot. Heiliges, ihr habt euch echt nicht unter Kontrolle. So, dann würde ich sagen, geh mal hoch und hol noch mal was zum Essen raus. Können wir haben wir irgendwas Gefülltes? Das ist ja alles warm, ne? Ich hab da eine Idee. Salat. Salat wäre jetzt bei der Hitze echt das Beste, was du machen kannst. Nachtisch, Bärentörtchen, Sahnekuchen, Eistorte. Na, Eistorte hätte aber auch. Oh ja, ne, Krebsuset ist mir noch heißer. Warte mal, kannst du gut kochen? Ja. Du kommst jetzt mal hier hoch. So, pass auf. Du trinkst was und dann machst du für alle... eine leckere Eistorte. Das brauchen jetzt alle. Wir sind alle irgendwie total... Nein. Was machst du denn, Mädel? Komm runter. Oh, Mann. Wo ist jetzt Alfred hin? Ah, da.
Alfred. Unterhalten, Insiderwitz und jetzt rede halt auch mal mit ihm. Mein Gott! Wie soll denn das mit euch funktionieren, wenn du immer nur da oben im Türmchen rumhockst? Eieiei. Der haut gleich ab, der Gute. Vielleicht. Oh, oh Gott. Was ist jetzt? Fällt der jetzt auch noch um? Oder ist er so verliebt und hin und weg von Samira? Ich weiß es. Oh Gott, ihm wird ganz schlecht. Wartet mal, halt, stopp, nee, nicht immer so viel auf einmal. Okay, irgendwas von Pollux? Dachte ich, hätte da gestanden. Aber wir sind bei Gerd. Okay, ja, Pollux ist auch dabei. Gut, also, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, Pollux, er sieht in dem Outfit einfach zu gut aus. Ich könnte... Ha! Macht mich einfach kirre. So, Gerd ist sehr kontaktfreudig und hat einen Arbeitskollegen mitgebracht, den Pierre Kaltenbach. Dann, Gerd wurde befördert zu Weltklasse-Balletttänzer. In der Welt des Tanzes bist du jetzt das Maß aller Dinge. Die ultimative Verbindung von technischem und künstlerischem Können. Was soll's, wenn die Hälfte des Publikums während der Vorführung einschläft? Das ist natürlich nicht so schön. Du bist Künstler und Kunst um der Kunst willen ist genauso wichtig wie die Kunst für die Massen. Du tanzt für dich. Für dich allein. Du bist ein gefallener Engel, der majestätisch in einem Meer aus gefrorenem Honig herumwirbelt, bis er zu Boden sinkt. Du bist natürlich, du bist magisch, du bist hell und dunkel, stark und schwach. Du bist der Inbegriff des Simsseins. Und du trägst Strumpfhosen. Gerd muss ab sofort von 16 bis 21 Uhr arbeiten, hat 2950 Simoleons verdient und einen Bonus von 5900 erhalten. Und er hat hart gearbeitet und ist nun an der Spitze der Tanzkarriere angelangt. Glückwunsch! Jawohl, ja! Ist das gut oder ist das gut? So, warte mal, jetzt muss ich mal was anderes kontrollieren. Ja, ach, ich komme zu nichts hier. Leute, ihr macht mich alle kirre. Ich würde sagen, jetzt hat er sich wieder einen Wunsch erfüllt. Also ich weiß gar nicht mehr, war das überhaupt Lebenswunsch? Jetzt will er Sportexperte werden, ja, egal. Und jetzt hat er sich auf jeden Fall Urlaub verdient, würde ich jetzt mal so sagen. Er müsste zwar morgen arbeiten, aber Leute, ganz ehrlich, ich würde ihn morgen gerne mal endlich unseren Urlaub buchen lassen, weil wir machen jetzt so lang schon hier rum, ne? Also ja. Gut, und was willst du mit dem Typen da? Mit Arthur anfreunden? Wieso mit Arthur? Du hast da diesen Pierre mitgebracht. Oder ist das der... Nee, das war für Gerd, ja. Und was machst du eigentlich gerade da? Wandern gehen, ach ja, die Madame beißen und so Glühwürmchen fangen, was du alles willst. Ah, ich kann nicht mehr. So, und gehst du hier benutzen und geh baden. So. Und unsere Samira läuft noch hinter ihm her. Und ja gut, damit er mir nicht auch noch dazwischen quakt hier jetzt, ihr plaudert einfach mal. Plaudern ist immer gut, das dauert auch länger. So, gut. Ja, ich habe Angst, dass unser Alfred jetzt hier auch noch gleich umplumpst. Guck dir den an, ey, der ist komplett... So, warte mal. Können wir eigentlich... Hast du den schon mal abgecheckt? Ich habe keine Ahnung. Was könnte man denn noch machen? Tanzen, Küssen, Begrüßung, Foto von mir machen, steh bloß fragen, Streich spielen, Vorschlag, feste Beziehung, uiuiui, vorstellen, Alex, Anna, Gerd, Geschichte erzählen, ja, mal gucken, also wir hatten ihn scheinbar doch noch nicht abgecheckt. Ja, hallihallo. Was willst du denn jetzt noch machen?
Okay, dann spreche noch mal mit ihm über Hobbys. Übrigens, ich habe die Fitnesskarte fürs Fitnessstudio. Also wenn du magst, können wir da auch gerne mal hin und dann einen Witz noch erzählen. Und das sollte es doch und dann vielleicht noch mal schätzen, bewundern. Und dann müsste eigentlich der Eiskuchen da fertig sein. Ja, ich Lass mich weiß, da du bauen. wartest. Ach Gott, nee! Ich sag's ja, Chaoshaushalt hier. Was machst denn du schon wieder, Tai Chi? Nee. Nee, Leute, ehrlich nicht. Komm, reparier das bitte. Oh Mann. Genau, hol's raus. Nein, was machst du jetzt? Nein, 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 nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Okay, alles gut gegangen. Alles gut gegangen, das ist schön. Ich habe schon Angst gekriegt. Ich wusste gar nicht mehr, dass die Eisbombe da auch geflutet wird. Heiliges Kanonenröhrchen. Kannst du mal vielleicht herkommen und aufwischen? Ich weiß ja nicht, warum mir alle irgendwas machen, nur nicht das, was sie eigentlich sollen. Du kommst mal kurz hier, benutzen, duschen und dann kommst du auch nach unten. Bitte. Ihr habt Hunger hier, ne? Was wolltest du jetzt noch mit ihm unterhalten und flirten? Ach ja, komm, dann unterhalte ihn noch mal mit einem Breakdance und dann könntest du ja noch mal mit ihm flirten. Vielleicht mal Händchen halten. Bis da drüben alles so weit gemacht ist. Chamukka! Oh, die sind alle am... Oh, guck doch mal. Da steigt einem die Röte in die Wangen, oder? Ist das süß! Die beiden sind doch zu niedlich. So, okay, Alex hat ausgeteilt. Das ist schon mal gut. Oder ist er noch dabei? Nee, nee, er ist fast fertig. Okay. Ja, komm. Ach, mach. Stell das Ding irgendwo hin. So, okay. Und dann zum Essen rufen. Alle. Gut. Und du? Nimmst du dir auch was zum Essen? Nein, 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 nein. Du musst auch essen, Junge. Kannst du da? Guck, da kannst du essen. Du hast eh keinen Hunger, also. Du hättest dich ja neben deinen neuen Schatz setzen können, Madame. Aber ich hoffe, es geht euch jetzt gleich nach der Eisbombe allem ein bisschen besser. So, du bist fertig mit allem. Dir geht's gerade super genial. Pollux, ich bin zufrieden mit dir. Dann können wir ja nochmal... Ach Gott, da ist ja eine Pflanze. Oh... werf die weg, komm, das hat ja keinen Sinn. Dem Baum geht's gut, dem Baum geht's gut. Dem Baum geht's gerade nicht so gut. Dann tu mal viele einsprühen. Was haben wir hier? Auch viele einsprühen. Da muss, ja, da auch. Komm, mach das mal. Hier ist auch wahr. Gut. So, du bist am Essen. Die kam zum Essen. Wo ist denn deine Mama? Kommt die auch zum Essen? Ja, die kommt auch zum Essen. Mensch, da haben wir fast die ganze Family mit Besuchern mal wieder hier am Tisch versammelt. Guck mal, hier die Familienabteilung in der Ecke und der Besuch hier. Mal von Anna abgesehen. Ja, schön, oder? Wo ist eigentlich Gerd? Achso, der ist ja da. Oh Gott. So, wir gratulieren. Warte mal, genau, wir müssen anstoßen. Gerd, du bist befördert worden. Kannst du mit deiner Frau anstoßen? Ich glaube nicht. Nee, die ist zu weit weg. Nee. Können wir hier anstoßen? Ja, unterhalten. Wir stoßen mal an auf die Beförderung von Gerd. Und darauf, dass wir vielleicht demnächst in Urlaub fahren? Was haltet ihr davon? Einmal anstoßen. Alle zusammen. Oh, irgendwie ist es dunkel geworden.
Ja, lasst uns mal einen heben. Auf die Beförderung und den erfüllten Lebenswunsch von Gerd, der jetzt Profi, Weltmeister, weltbester Balletttänzer ist und der sich einen Urlaub redlich verdient hat. Ja, der will alles Mögliche mit Pollocks machen. Das ist jetzt klar. Na gut. Okay. Wenn du fertig gegessen hast, mein Süßer, und das hast du gerade, ich muss jetzt wirklich die Leute wieder brav ins Bett verfriemeln, weil das wird sonst nichts. Obwohl, warte mal, er könnte... Ha, Moment, jetzt muss ich wirklich planen. Okay, dieser Part ist bald fertig. Das heißt, den Tag, werden wir den noch erleben? Oder wie machen wir das? Na, 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 na. Ja, ich könnte mir vorstellen, so, warte mal. Dann kommst du mal bitte daher und könntest einen Urlaub buchen. Ich will's mal ausprobieren. Ich will schon mal gucken. Weil eigentlich wäre das jetzt passend. Wir gehen noch mal eine Nacht schlafen und fahren dann im nächsten, also in der nächsten Aufnahmerunde mit der Family, können wir ja dann fahren. Fliegen, wie auch immer. So, du bist noch am Essen. Du bist noch am Essen. Und wenn du fertig bist, gehst du schlafen. So. Schlafen. Du kleine Maus. Wenn du fertig bist. Ach, du hast ja noch deinen Liebsten da. Ja, müssen wir mal gucken. Aha. Ja, was da machen. Leider hängt hier ab und zu mal mein Bild. Das ist ein bisschen doof. Oh, selber lab. So. Moment, ich muss auf Gerd. Gerd. So. Wir wollen mal gucken. So, wir wollen. Jetzt direkt ist blöd. Machen wir Montag draus, Leute. Machen wir Montag draus, ist mir jetzt wurscht. Und wir hätten gerne, für wie lange wollen wir denn? Das ist der letzte Urlaub, den wir so verbringen werden. Also ich würde schon gern hier so 4 Tage wenigstens oder 5 Tage. Was machen wir denn? Ja. 4 Tage. Ja, so ein kleiner Herbstferien vorweg. Okay. Und wer kommt alles mit? Jetzt muss ich nochmal überlegen. Wer wollte jetzt fahren? Eigentlich nur die 2 Familien. Er mit Anna und Samira. Und Tyson, Lena und Dings, ne? Die anderen bleiben ja schön brav daheim. Passen auf die Wohnung auf. Aufs Häuschen. So, Anna käme mit. Samira kommt mit. Mario kommt mit. Oh Gott, wo ist Tyson? Tyson kommt mit. Kennt er überhaupt Lena? Oh Gott. Nein, er kann Lena nicht einladen. Tu mir das jetzt nicht an, oder? Moment, kennst du Lena nicht? Alfred, Marcel, Jimmy, Frank, Pollux. Das funktioniert nicht. Ach, nö. Ah, hat sich erledigt. Das ist dumm. Dann muss es doch die Anna machen. Dann geht's nicht anders, weil Anna kennt alle. Also die müsste den Urlaub buchen können. Warte mal. So. Beziehungsweise, warte mal. Anna, komm erstmal hierher und frag deinen Mann, was los ist. Was ist denn? Warum bist du denn so geknautscht? Ja. Machen wir das mal so, auf die Art. Okay. Lalala. Ups, das ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen. Auf, komm, Mädel, lass dein Essen da stehen. Geh zu deinem Mann. Nee, der rennt weg. Wo rennt er denn jetzt hin, Junge? Nein. Nein, auch nicht. Das ist es. Genau, das muss passieren. Hier.
So, was hast du denn für Probleme? Ah, es geht um Melissa, genau. Wolltest du zu meiner Mama in den Urlaub fahren oder was hast du vorgehabt? Ja, ja. Ja, ich wollte in Urlaub, genau. Ich wollte, hatte gedacht, so, ne, bevor die Kinder groß werden, fahren wir noch mal mit denen in den Urlaub. Was hältst du denn von der Idee? Ja, das wäre ja super. An den Strand, genau, machen wir. Gut. Das heißt, Anna hat es verstanden, was er möchte, und guckt mal, ob sie das machen kann. Und er kann ja dann schon mal hochgehen und ja, er kann ja hier schon mal hochgehen, genau. Ich bin auch ein bisschen dusselig hier gerade. Duschen, ja, kannst du auch. Und dann kannst. Wer ist denn da jetzt im Bett? Wer bist du? Alex! Alex. Nein, bitte aufwachen. Wenn du müde bist, dann geh doch. Benutzen, duschen und in dein Bett, bitte. So. Und dann kann Gerd. Ah, dahin. Okay. Was macht denn unsere Samira gerade? Die Samira möchte noch kitzeln und oh, Alfred und Madeleine bitten. Ich glaube, das könnten wir doch eher mal machen, als das mit dem Ausgehen da. So, könntest du noch irgendwas, musst du noch irgendwas aufräumen, aufheben? Keine Ahnung. Nö. Dann gehst du jetzt bitte hier hin. Benutzen, Hände waschen. Und hier mal Akne-Creme verwenden, bitte. So. Ach Gott, das kann ja jetzt so schwer nicht sein, Leute. Wir müssen das doch mal hier hinkriegen. So, darf ich einen Urlaub buchen? Mit meinem Mann, meinem Kind und meinen besten Freunden, bitte mal. Ich würde gerne am Montag, und zwar 4 Tage, hatte ich mir so überlegt. Und dann würde ich gerne mitnehmen meinen Ehemann, meine Tochter. Dann hätte ich gerne meine beste Freundin dabei und deren Tochter und deren Mann. Na, siehst du, und so passt's. Tyson, Mario und Lena, Gerd und Samira. Und man selbst ist ja eh dabei. So, genau. Haben wir jetzt wirklich 4 Tage oder wollen wir einen Tag länger machen? 5 Tage wäre ja auch mal geil. Komm, es ist unser letzter Urlaub. Machen wir 5 Tage. 5 Tage, 2.900 und wir fahren auf die Twiki-Insel. So, bei Ankunft wählen könnte man natürlich auch machen. Wollen wir bei Ankunft wählen oder? Ah, warte mal. Das sind diese Bungalows. Du suchst mehr Privatsphäre, als das Durchschnittshotel zu bieten hat. Dann übernachte in Intimität und fühl dich weit weg von zu Hause wie zu Hause. Ja, unser Feriendings, zwei Palmen kennen wir natürlich. Hat viel, aber ja. Hier ist das Twitch. Twiki, Twitch, Dings, Peach, Beach Hotel. Leute, ich kann nicht mehr. Zahlt durch. In Sachen Entspannung und Strandurlaub ist das Twiki Beach einfach nicht zu übertreffen. Ja, ich glaube, das hat auch hinten Dings, ne? Das ist natürlich Waldhotel Goldener Ast, also auf der Insel, nee. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, waren es die, die mir gut gefallen hatten oder waren es. Wisst ihr was? Wir wählen es bei Ankunft. Wir machen das so. Wir wollen auf die Insel und wählen beim Ankommen. Ist mal was anderes, genau. Da kann ich besser gucken, was ist. Ich bringe nämlich die zwei Bungalow-Dinger immer ganz gern durcheinander. So, wenn du in den Urlaub fährst, wird dein Fortschritt auf diesem Grundstück gespeichert und die gesamten Flugkosten werden von deinen Ersparnissen abgezogen. Vergiss nicht zu speichern, wenn du an deinem Urlaubsziel ankommst. Jawohl, ja. Machen wir. Danke für die Buchung. An deinem ersten Urlaubstag wird dich um 8 Uhr morgens ein Flug. Hafen, Shuttle, abholen. Ja, yeah, also wir haben hier noch einen Tag dann zur Verfügung. Den können wir uns nochmal ausruhen und dann ist gut. Jetzt gehen wir mal hoch und würde ich sagen, wo ist denn dein Mannequin? Entspann dich. Und du entspannst dich dann auch. Hier. So.
Alex, wo ist Alex? Alex ist auf Toilette und dann Richtung Bett unterwegs. Gut. Pollux ist immer noch da unten. Ach Gott, nee, der Arme. Ich hab dich ganz vergessen, aber wenigstens geht's dem Bäumchen scheinbar jetzt gut, bis auf dem da. Mit dem musst du noch mal reden hier. Jo. Genau. Und dann ist Samira hier noch und dann gucken wir mal, dass die sich von Alfred verabschiedet und dann ist gut. Dann müssten wir hier auch mal Feierabend machen. Kannst ja mal mit ihm tanzen, vielleicht noch eine Runde. Und dann geht's auch ins Bett. Dann habt ihr den Sonntag, um deine Hausaufgaben zu machen. Dann geht die ganze Family mit Freund und Freundin und allem in Urlaub. Ich bin gespannt, wie das wird, weil ich kann ja wahrscheinlich dann wieder nur hier die komm, mach mal so. Ja, es ist spät. Verabschieden von Alfred. Jo, tschüss dann. Okay, kann ich dich verabschieden? Gehen die jetzt alle oder was? Nee, 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 nee. Hier, halt. Kannst du die mal wegjagen irgendwie? Keine Ahnung. Nee, warte, was machst du denn? Ah, Mel. Tschüss. Achso, sie geht auch. Alles klar. Na, ja, lass einfach, wie es ist. Geh mal wieder hier in deinem Bett schlafen. Das wär's doch, oder? Unterwäsche. So, Abmarsch. So, wartet mal. Hier, da habe ich noch was zu tun. Und die beiden können sich's auch noch mal gut gehen lassen. Kuscheln, rumschmusen, küssen, techtelmechteln. So, boom. Du bist unten noch mit der Pflanze am Quatschen, das ist okay. Und du bist im Bett. Sehr schön. Und du? Au! 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 Habt es gehört? Das war keine Einbildung. Sie ist wirklich abgestürzt. Ach du meine Scheiße. Wie gut ist denn deine Mechanik? Noch nicht so doll. Dann lass das lieber deinen Onkel machen. Fährst du jetzt wieder hoch oder läufst du lieber? Ich meine, du kannst auch die Treppe hochgehen. Ist besser. Ist wirklich besser. Das heißt, Pollux muss hier mal reparieren dann. Oh Gott, das noch zum Schluss ein Absturz, ey. Die Ärmste. Samira, heute geht's dir echt nicht gut. Hui, und dahin. Boah. Ihr merkt, hier ist echt. Also, hier ist einfach zu viel gerade. Es ist. Ich weiß nicht mehr, Leute. Es ist so Chaos hier. Ich hoffe, dass ich diese Staffel wenigstens noch ordentlich zu Ende kriege. So, also, sie liegt im Bett, die beiden liegen im Bett. Er auch und er auch. Gut. Das heißt, du bist der Einzige, der jetzt hier noch rummacht. Und seinem Bäumchen was erzählt. Ah! Ich bin irgendwo hier oben. Buh. Ja, das heißt, mit diesem netten Bildchen werde ich mich jetzt dann auch von euch verabschieden. Pollux, der mit seinem Baum schwatzt. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid mit meiner Planung bis hierhin soweit zufrieden. Die nächste Woche, also die nächsten drei Folgen sind dann wieder bei der Familie Gärtner zu Hause und dann sollte in der übernächsten Aufnahmerunde geht's dann los in den Urlaub. Also so ist so mindestens der Plan. So, also bis dahin, macht es gut, tschüss!